Ja, am heutigen 19.09.2016 hat Angela Merkel wohl eine ihrer verlogensten Reden ihrer Geschichte als Kanzlerin gehalten. Es ging darin um die verheerende Niederlage von SPD und CDU bei den Abgeordnetenhauswahlen in Berlin. Hören wir mal rein. Meine Damen und Herren, die gestrige Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat für die CDU ein sehr unbefriedigendes, ein enttäuschendes Ergebnis erbracht. Unbefriedigend und enttäuschend ist natürlich schön geredet. In Wirklichkeit war es desaströs. Sowohl CDU als auch SPD, die beiden Parteien der Großen Koalition in Berlin, haben jeweils um die 5% Wählerstimmen eingebüßt. Die CDU hat gegenüber dem letzten schon nicht guten Ergebnis noch einmal fast 6% eingebüßt. Die Große Koalition hat keine Mehrheit mehr und das ist sehr bitter. Vor allen Dingen ist sie die große Parteivorsitzende der Union, die Bundeskanzlerin und Führerin der Großen Koalition. Und sie hätte jetzt allerspätestens unbedingt zurücktreten müssen. Aber heutzutage übernehmen Politiker keine Verantwortung mehr, insbesondere sie nicht. Sie krallt sich an die Macht mit allen Mitteln. Wir haben natürlich im Präsidium und im Bundesvorstand ausführlich darüber beraten. Beraten ist gut. Also wenn ich das höre, denke ich mir, da müssen doch Tomaten und Eier geflogen sein. Oder wird die Kanzlerin für dieses Desaster vielleicht noch mit Wattehandschuhen angefasst? Und ich möchte hier dennoch zunächst die Gelegenheit nutzen, Frank Henkel und allen Berliner Freunden trotz aller Enttäuschung für ihren großartigen Einsatz zu danken. Die Frage ist nur, ob diese Leute auch Angela Merkel für ihren großartigen Einsatz danken und für ihr großartiges Ergebnis, die Union sehenden Auges an die Wand zu fahren. Nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern hatte ich ganz gegen die sonstige Gewohnheit und gegen die gute Übung nicht die Gelegenheit, umfassend zum Wahlergebnis Stellung zu nehmen. Ich war in China beim G20-Gipfel. Das war dafür nicht der richtige Ort, so gerne ich das auch damals schon getan hätte. Sicher, aber rein zufällig war Frau Merkel bei dieser vorhersehbaren Wahlkatastrophe in Mecklenburg-Vorpommern in China, so nach dem Motto, also ich bin dann mal weg. Deshalb möchte ich Sie heute gerne, vielleicht auch etwas ausführlicher als sonst, an meinen Gedanken teilhaben lassen, die ich mir natürlich angesichts der Situation gemacht habe. Sowohl die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern als auch die gestern in Berlin haben zweifellos jeweils ihre landespolitischen Komponenten. Die Ergebnisse haben auch ihre landespolitischen Gründe, aber eben nicht nur. Nun, diese kleine Hierarchie müsste man wohl etwas umdrehen. Diese Wahlen haben vorwiegend bundespolitische Komponenten, aber eben nicht nur, sondern vielleicht auch ein paar landespolitische, aber das ist jedenfalls die Minderzahl. Ich bin Parteivorsitzende, ich drücke mich nicht vor der Verantwortung und ich übernehme selbstverständlich auch hier den Teil Verantwortung, der bei mir als Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin liegt. Das heißt, sie steht dazu, Deutschland an die Wand zu fahren. Wenn eine Ursache und ihre Partei natürlich für das schlechte Abschneiden auch der CDU ist, dass manch einem Richtung, Ziel und Grundüberzeugung unserer Flüchtlingspolitik nicht ausreichend erklärt worden sind. Also nochmal, die sogenannte Flüchtlingspolitik von Frau Merkel war nicht etwa falsch, sie wurde nur vielleicht nicht ausreichend erklärt, okay? So möchte ich mich gerne darum bemühen. Und sie erklärt es uns gerne nochmal. So nett ist diese Frau. Wenn wir es einfach nicht kapieren wollen, dann stellt sie sich hin und erklärt uns eben nochmal, warum Scheiße Vanillepudding sein muss. Nicht zum ersten Mal, definitiv nicht zum ersten Mal, aber vielleicht noch einmal nachdrücklicher. Wie gesagt, sie macht das gerne bis zum bitteren Untergang. Der Satz, wir schaffen das, ist Teil meiner politischen Arbeit. Er ist Ausdruck von Haltung und Ziel. Also gleich mal ein fettes Selbstlob. Wir schaffen das ist nicht etwa purster politischer Nonsens, sondern Ausdruck von Haltung und Ziel. Von Ihrer Haltung und Ihrem Ziel natürlich. Wobei, so falsch ist das vielleicht gar nicht, nur
Natürlich hat sie ein Ziel, aber nicht das, was wir als Bürger uns vielleicht vorstellen. Viel ist in diesen eigentlich alltagssprachlichen Satz hineininterpretiert, ja, sogar hineingeheimnis worden. So viel, dass ich ihn inzwischen am liebsten kaum noch wiederholen mag. Verdammt, das tut uns aber verdammt leid, Frau Merkel, dass wir Ihnen diesen wunderschönen Satz versaut haben. Wirklich, Entschuldigung. Ist er doch zu einem schlichten Motto, beinahe einer Lehrformel geworden und die Diskussion um ihn zu einer immer unergiebiger werdenden Endlosschleife. Ja, es tut uns verdammt leid, wenn wir Sie langweilen, Frau Merkel. Aber dieser Satz ist eben einfach so ungeheuerlich angesichts dessen, was damit von Ihnen angerichtet wurde, dass man sich eine Weile damit beschäftigen muss. Manch einer, und das zählt besonders, fühlt sich zudem von diesem Satz provoziert. Und so war der kurze Satz natürlich nie gemeint. Ich habe ihn anspornend, dezidiert, anerkennend gemeint, denn ich bin zutiefst von der Hilfsbereitschaft und Schaffenskraft der Deutschen, aller hier lebenden Menschen überzeugt. Ja, vor allen Dingen würden wir Ihnen gerne mal aus dem Amt helfen, Frau Merkel, aber leider hat niemand den Mumm dazu, auch nicht die von uns gewählte oder wahrscheinlich von uns gewählte CDU-CSU-Fraktion. Die folgen Ihnen ja nach wie vor wie die Hündchen für das Geld der Steuerzahler. Die Diäten, die Sie bekommen, sind Sie nicht in der Lage und nicht willens, sie endlich zu stoppen. Und ich bin der Meinung, das sollte man diesen CDU- und CSU-Leuten im Bundestag nicht vergessen. Diese Parteien gehören weg. Aber ich weiß auch, dass wir gemeinsam viel zu schultern haben. Dass sich das aber in den übertrieben oft wiederholten drei Worten nicht sofort abbildet. Die Aufgabe, hunderttausenden Menschen, die schon zu uns gekommen sind, mindestens vorübergehend Schutz zu geben, macht sich nicht mal eben einfach so und schon gar nicht über Nacht. Meine Aufgabe ist hierbei, die Arbeit der Bundesregierung zu organisieren. Moment mal, eine Frage. Warum sind denn diese Hunderttausenden von angeblichen Schutzsuchenden zu uns gekommen? Sind die vom Himmel gefallen und wir müssen sie halt jetzt versorgen? Oder war es nicht so, in Wirklichkeit so, dass irgendjemand am 4. September 2015 illegal, de facto illegal, die Grenzen Deutschlands und der Europäischen Union geöffnet hat? Dafür zu sorgen, dass Länder und Kommunen ausreichend unterstützt sind, um die zu uns kommenden Menschen bestmöglich unterzubringen, um diejenigen, die bleiben dürfen und das auch wollen, schnellstmöglich zu integrieren und die, die nicht bleiben dürfen, konsequent zurückzuführen. Ein kleiner Witz, ich meine, die meisten Leute kennen ja die Zahlen. Abgeschoben oder heute, wie man so schön sagt, zurückgeführt, wurden ja höchstens einige Tausend von diesen Illegalen, von diesen etwa 1 Million illegalen Einwanderern, deren oberste Schleuserin Angela Merkel war. Das alles sagt sich schnell, es geht aber nicht schnell. Tja, Kinder, das tut eben weh und ist ein Haufen Arbeit, meinen ganzen Dreck wegzuräumen. Mit Dreck meine ich natürlich Ihre politischen Katastrophenentscheidungen. Auch weil wir in den vergangenen Jahren, weiß Gott, nicht alles richtig gemacht haben. Ach nein, also die Fehler werden aber schnell verallgemeinert und sozialisiert, weil wir nicht alles richtig gemacht haben, sagt sie da. Weil wir auch wirklich nicht gerade Weltmeister bei der Integration waren. Oh, jetzt sind aber wahrscheinlich wir Deutschen gemeint. Also, Mensch, so eine schlappe Million Einwanderer sind wir nicht mal in der Lage, schnell zu integrieren. Was sind wir nur für ein schlappes Volk? Weil wir zum Beispiel auch zu lange gewartet haben, bis wir uns der Flüchtlings... Also, diese beiden Chorknaben sind ja hier vom Feinsten. Zwei deutsche Ministerpräsidenten, die also hier wahnsinnig gespannt ihrer Kanzlerin zuhören. Wir müssen uns also jetzt gleichsam selbst übertreffen. Tja, Kinder, so ist das nun mal. Ich habe zwar einen Haufen Scheiße gebaut, aber nun müssen wir uns eben selbst übertreffen, um diesen Haufen wieder wegzuräumen. Damit sind Ihre politischen Fehlentscheidungen gemeint. Auch ich. Auch ich habe mich lange Zeit gerne auf das Dublin-Verfahren verlassen, das uns Deutschen einfach gesprochen das Problem abgenommen hat.
Also auch ich, da dachte ich jetzt, es kommt, auch ich habe Fehler gemacht. Nein, sondern sie hat sich auf das Dublin-Verfahren eben verlassen, wonach ein Asylverfahren im Ankunftsstaat der EU durchgeführt werden muss, also in dem ersten Staat, in dem ersten EU-Staat, den ein Asylbewerber betritt. Da muss eigentlich das Asylverfahren durchgeführt werden, aber sie hat diese schlappe Million, sage ich jetzt mal, einfach direkt nach Deutschland durchgewinkt. Sie hat dafür gesorgt, dass das Dublin-Verfahren nicht funktioniert hat, beziehungsweise einfach ignoriert wurde. Das war nicht gut. Das war also nicht gut, dass sie sich auf das Dublin-Verfahren verlassen hat, beziehungsweise es war nicht gut, dass das Dublin-Verfahren versagt hat, nicht sie hat versagt. Und wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele, viele Jahre zurückspulen, um mich mit der ganzen Bundesregierung und allen Verantwortungsträgern besser vorbereiten zu können auf die. Das ist ja nun wirklich rührend. Was hat sie denn in den vielen, vielen Jahren eigentlich gemacht, ja? Warum sollte man jetzt ausgerechnet wegen Frau Merkel die Zeit anhalten und für ihre schlappe Bundesregierung, ihre unfähige, und nochmal um Jahre zurückspulen, alles auf Anfang bitte, ich bin nicht mitgekommen, wir müssen das alles nochmal vorbereiten, ja? Sondern diese Flüchtlingskrise, die sogenannte, und die Migrantenkrise war längere Zeit, seit Jahren absehbar. Die Zahlen haben sich immer gesteigert. Auch Frau Merkel hat einen Fernseher, um zuzusehen, wie ihre amerikanischen Freunde Millionen Flüchtlinge in Nordafrika freigesetzt haben durch ihre Kriege. Auch sie hat einen solchen Fernseher, aber sie hat das alles jahrelang ignoriert. Besser vorbereiten zu können, die Situation, die uns dann im Spätsommer 2015 eher unvorbereitet traf. Tja, so sehe ich das auch, Frau Merkel. Aber warum hat sie denn die Situation unvorbereitet getroffen? Weil ihre Bundesregierung entweder faul und untätig oder gar kriminell ist. Seitdem bemühen wir uns mit ganzer Kraft darum, die Dinge zu gestalten, zu ordnen, zu steuern. Und vieles ist dabei schon erreicht worden, sehr vieles. Dennoch weiß ich, dass es an vielen Stellen auch immer noch hakt. Also seitdem sie also das Auto sehenden Auges an die Wand gefahren hat, bemüht sie sich unheimlich um die ganzen Verletzten und das kaputte Auto. Und sie weiß natürlich, dass es da noch eine ganze Menge zu tun gibt. Das heißt, seitdem hat sie einen bestenfalls einen gewaltigen Reparaturbetrieb gegründet. Mir ist klar, dass es nicht gut war, dass Flüchtlinge zu lange und zum Teil immer noch in Turnhallen untergebracht waren. Also nicht, dass sie sich etwa bei den Deutschen entschuldigt, sie entschuldigt sich bei den Flüchtlingen, dass wir nicht gleich sagen, wie sage ich mal, na, mindestens drei Sterne-Hotels oder Wohnungen oder Häuser zur Verfügung gestellt haben. Dass Asylverfahren im Schnitt immer noch zu lange dauern, dass wir im Moment noch zu wenig Sprachkurse anbieten können. Also gemeint ist hier, dass die Flüchtlinge einfach nicht genügend umhegt werden. Und dass sie nicht schnell genug integriert werden, das heißt also sozusagen im deutschen Volk aufgehen können. Wenn ich hier sage, übrigens deutsches Volk, das traue ich mich deshalb, weil es auf dem Reichstag steht, eingemeißelt, dem deutschen Volke und nicht dem syrischen Volke, dem türkischen Volke oder sonstigen Völkern, ohne dass man diesen feindlich gegenüberstehen muss. Nicht ausreichend Lehrerinnen und Lehrer haben und dass die große Aufgabe der Integration in den Arbeitsmarkt noch vor uns liegt. Wir arbeiten daran, unermüdlich. Wir haben Gesetze in Kraft gesetzt, zum Beispiel im Bereich der Sicherheitsstrukturen und der Sicherheitsbehörden, um. Ach ja, Sicherheit, das hatte ich ganz vergessen, das Sicherheitsproblem. Die zahlreichen Übergriffe und sogar Terroranschläge, die seitdem in Europa und in Deutschland stattgefunden haben, ja? Auch da müssen wir einen riesigen Reparaturbetrieb installieren, um jetzt all diese Leute zu kontrollieren, zu überwachen und deren irre Angriffe abzuwehren. Danke, Frau Merkel. Noch effektiver vor Terroranschlägen zu schützen. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Warum müssen wir denn das? Warum müssen wir uns intensiver vor Terroranschlägen schützen? Warum, Frau Merkel, musste das Oktoberfest eingezäunt werden? Ja? Wer will denn aber schon in Kriegszeiten feiern? Wer will sich schon einsperren lassen zum Feiern? Ja?
Das Oktoberfest, nur als kleines Beispiel, ist eben ein zentrales Ereignis der bayerischen Volkskultur. Jetzt muss das gesamte Publikum, das hier feiern will, unter Generalverdacht gestellt werden, wegen Ihnen. Nicht nur, aber auch, weil eben nicht jeder Flüchtling in guter Absicht in unser Land gekommen ist. Ja, wie war das noch mit der Willkommenskultur? Also damals haben wir das ja alles schon geschrieben, dass mit den Flüchtlingen, mit den sogenannten Flüchtlingen, wahrscheinlich auch weniger wohlgesonnene Personen nach Deutschland kommen werden. Und das alles wurde ignoriert. Ja, nicht nur das. Leute wurden deshalb verleumdet, als Rechts-, als Nazis hingestellt. Und so wurde hier auch unter Mitwirkung von der Bundeskanzlerin eigentlich ein Teil ihres Volkes verleumdet und Unfrieden geschaffen. Wir haben im BAMF zusätzliche Stellen geschaffen. Alle reißen sich dort ein Bein aus, um die Dinge voranzubringen. Ich bin wahnsinnig gerührt, ja? Wahnsinnig gerührt. Aber Sie wissen auch, dass ich nicht nur die staatlichen Stellen im Blick habe, sondern ich werde auch nicht müde zu sagen, ich bin nach wie vor begeistert, wie unermüdlich sich so viele ehrenamtliche Helfer einsetzen, wie sie ja auch kompensieren, was wir zum Teil staatlicherseits noch nicht ausreichend organisiert haben. Also ich bin auch total begeistert über diesen Reparaturbetrieb, wie wir versuchen, die Scharten auszuwetzen, die die Merkel-Regierung hier geschlagen hat, allerdings in der falschen Richtung. Also anstatt illegale Migranten wieder loszuwerden mit Verlaub, müssen wir natürlich uns noch mehr anstrengen, sie zu integrieren. Das ist doch ganz klar. Gibt das alles nun Anlass, meinen Kurs in der Flüchtlingspolitik ganz oder teilweise zu korrigieren? Ja, das ist mal eine gute Frage. Kann sich oder sollte sich eine Bundeskanzlerin korrigieren? Schauen wir mal. Es laut einer Umfrage vor einer Woche 82% der Befragten sich wünschen. Donnerwetter, 82% der Befragten wünschen sich also eine Kurskorrektur in der sogenannten Flüchtlingspolitik. Wenn ich der schieren Zahl präzise entnehmen könnte, welche Kurskorrektur sich diese Menschen genau wünschen, so wäre ich gerne bereit, darüber nachzudenken und auch darüber zu sprechen. Darüber gibt diese Umfrage aber nun keine Auskunft. Tja, selber schuld, Leute. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was den Menschen an meiner tollen Flüchtlingspolitik nicht passt. Sie wird zwar von 82% der Leute abgelehnt, aber seit einem Jahr hat mich keine E-Mail erreicht, keine Demonstration, kein Brief, kein gar nichts, aus dem ich hätte entnehmen können, was den Leuten daran nicht passt, dass ich 1 Million Fremde ins Land gelassen habe. Auf illegale Weise übrigens. Also tut mir leid, aber bei der Umfrage stand nun mal nicht dabei, was den Leuten an meiner Flüchtlingspolitik nicht passt. Also kann ich auch gar nichts machen. Wenn gemeint sein sollte, dass die Menschen schlichtweg keine Fremden, speziell keine Menschen islamischen Glaubens bei uns aufnehmen wollten, dann... Gute Idee, das ist immerhin mal eine Vermutung. Könnte das vielleicht gemeint sein, dass die Bevölkerung keine Menschen in diesem Ausmaß aufnehmen wollte oder keine Menschen islamischen Glaubens in dieser Menge oder so. Könnte das vielleicht sein? Ich weiß nicht, die Frau redet, als würde sie am anderen Ende der Welt leben und Mutmaßungen über Deutschland anstellen. Ja? Also ich wusste gar nicht, dass das Bundeskanzleramt so viele 100 Stockwerke hat, dass man da oben völlig abheben und sich loslösen kann. Ja? Aber könnte das vielleicht sein? Ist das vielleicht gemeint und was wäre denn dann? Stehen dem unser Grundgesetz, völkerrechtliche Bindungen unseres Landes, aber vor allem auch das ethische Fundament der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und meine persönlichen Überzeugungen entgegen. Oh, das ist ja erstaunlich. Seit wann kümmert sich Frau Merkel um Gesetze? Sie hat sich über den gesamten Gesetzesapparat Deutschlands und der Europäischen Union hinweggesetzt und hat massenhaft illegale Einwanderer nach Deutschland gelassen. Deswegen sollte sie bitte nicht von sowas wie dem Grundgesetz reden. Stehen dem unser Grundgesetz, völkerrechtliche Bindungen unseres Landes
aber vor allem auch das ethische Fundament der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und meine persönlichen Überzeugungen entgegen. Den Kurs kann ich und die CDU nicht mitgehen. Und das heißt, sie hätte jetzt direkt vom Rednerpult abzutreten und zurückzutreten. Das ist schon wieder ein neuer Schlag ins Gesicht der Bevölkerung. So nach dem Motto, also naja, die Leute sind zwar gegen meine Politik, aber warum genau, weiß ich nicht. Wenn sie vielleicht gar keine solche Leute in dieser Masse in Deutschland haben wollten, dann stünde dem alles Mögliche entgegen und diesen Kurs kann ich nicht mitgehen. Nein, umgekehrt ist das. Die Deutschen können den Katastrophenkurs von Angela Merkel nicht mehr mitgehen. Die deutschen Angehörigen der CDU, CSU-Bundestagsfraktion natürlich ausgeschlossen. Wenn die 82% mir aber eigentlich sagen wollen, unabhängig davon, welche konkreten Einzelmaßnahmen auch immer wir Politiker nach rechtlicher und politischer Abwägung beschließen, es soll sich die Situation nicht wiederholen, wie wir sie im vergangenen Jahr infolge einer humanitären Notlage hatten, mit einem in Teilen zunächst unkontrollierten und unregistrierten Zuzug, dann kämpfe ich genau dafür, dass sich das nicht wiederholt. Also Moment, das verstehe ich jetzt gar nicht, ja? Die Frau weiß gar nicht mehr, was sie eigentlich redet. Also entweder war nun alles in Ordnung, legal, menschlich und verfassungsmäßig oder nicht. Und dann kann man es, dann muss es sich quasi wiederholen, jederzeit. Dem dienen alle Maßnahmen der letzten Monate. Die Wiederholung dieser Situation will niemand, auch ich nicht. Ja, wieso denn nicht? Nochmal diese Frage. Eben habe ich doch gerade gelernt, das war verfassungsmäßig, menschlich, moralisch und ethisch doch alles voll in Ordnung. Wieso will sie denn dann keine Wiederholung? Also so nach dem Motto, alles, was ich gemacht habe, war super, aber ich mach's nicht nochmal. Ja? Was soll man denn davon halten? Ich möchte nichts versprechen, was ich nicht halten kann, aber... Das wäre ja das erste Mal. Auch jetzt kommen schon immer weniger Menschen zu uns. Das ist natürlich auch eine Folge des Schließens der Balkanroute. Mit Sicherheit keine Folge von irgendwelchen Maßnahmen von Angela Merkel, sondern Deutschland musste sich in diesem Fall auf andere verlassen, die so mutig waren und so konsequent, diese Routen und diese Grenzen zu schließen. Dabei hilft aber vor allem, und das weiß ich, dass das umstritten ist, aber dabei hilft vor allem das EU-Türkei-Abkommen. Ich halte es nach wie vor für ein sehr wichtiges, sehr... Das ist natürlich der nächste Hohn. Also wie war das nochmal? Erstens mal hat sie sich und Deutschland in die Situation eines Erpressungsopfers gebracht. Der nächste, schwerste, übelste Fehler, den eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler machen können, in eine Erpressungssituation gebracht, so nach dem Motto, also entweder bist du willens oder ich schicke dir noch mehr Flüchtlinge und Migranten. Zweitens, der Inhalt dieses Abkommens war doch ungefähr, wenn die Türkei diese Migrantenmassen zurückhält, dann wird ihr im Gegenzug die Visapflicht für ihre Bürger erlassen. Mit anderen Worten, wir können dann damit rechnen, dass massenweise Türken in Deutschland einströmen mit dem einfachen Ausweis ohne Beantragung eines Visums. Mit anderen Worten, das Ganze ist ein ausgemachter Schwindel, eine Nullsummenrechnung. Was anderes kann man ja auch von dieser, wie sag ich denn, Taschenspielerin nicht erwarten. Ein sinnvolles Abkommen, auch wenn es immer noch nicht komplett ausverhandelt ist, wenn wir zum Beispiel an die Visaregelung denken. Aber es ist uns mit diesem Abkommen beispielsweise bereits gelungen, das Schlepperwesen in der Ägäis wirksam zu bekämpfen. Nein, das ist uns nicht gelungen. Vielleicht in der Ägäis, aber an anderen Orten der Republik oder Europas ist es uns nicht gelungen, das Schlepperwesen zu bekämpfen. Insbesondere nicht im Bundeskanzleramt, wo Merkel residiert und dieselbe Merkel, die also seit Monaten und spätestens seit einem Jahr von einem Selfie mit Migranten zum anderen geeilt ist, die anschließend die Runde um den ganzen Erdball gemacht haben. Ja? Dieses Schlepperwesen zu bekämpfen, ist uns leider nicht gelungen. Das hat auch vielen Menschen das Leben gerettet und das ist großartig.
Das ist super, nachdem Sie ja durch das Schlepperwesen von Frau Merkel erst in Lebensgefahr gebracht wurden und dazu animiert wurden, Ihr Leben in wackeligen Schlauchbooten zu riskieren, weil ja am Ende das große deutsche Paradies auf Sie wartet. Ja? Und mit diesem Abkommen setzen wir an dem wichtigsten Punkt unserer Flüchtlingspolitik an, dem Bekämpfen der Ursachen von Flucht. Also jetzt bin ich mal ganz gespannt. Ich mache jetzt mal die Ohren ganz weit auf. Also die Bekämpfung der Fluchtursachen. Das ist unverzichtbar und das ist gut und richtig. Dagegen gar nicht gut ist, wie die... Halt, war das schon alles? Was sind denn eigentlich die Fluchtursachen? Die Fluchtursachen sind die Machenschaften ihrer amerikanischen, französischen und britischen Freunde, die ganz Nordafrika sozusagen politisch-militärisch aufgerollt haben, einen Krieg nach dem anderen geführt haben und durch Revolutionen, Kriege und Bombardements Millionen Menschen auf die Flucht geschickt haben. Das sind die Fluchtursachen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Frau Merkel die jetzt bekämpfen will. Mit der NATO vielleicht oder mit einem KSK-Kommando der Bundeswehr oder will sie selber mit dem Hubschrauber vom Kanzleramt abheben und faule Eier auf Washington schmeißen oder was? Die Europäische Union derzeit insgesamt und speziell in der Flüchtlingspolitik verfasst ist. Ich habe es mehrfach gesagt und ich wiederhole es auch jetzt. Wir haben in Europa noch immer kein gemeinsames Verständnis, die Flucht so vieler Menschen tatsächlich als das zu erkennen, was sie ist, eine globale und eine moralische Herausforderung. Und wir müssen daraus die nötigen Schlussfolgerungen in Europa ziehen. Und dass das noch nicht gelungen ist, das beschwert auch mich. Tja, das macht sie natürlich sehr traurig, dass diese anderen renitenten EU-Staaten das einfach gar nicht verstehen wollen, ihre Politik, ja. Dass sich das in Europa noch nicht rumgesprochen hat bei den Herren Orban und wie sie alle heißen, speziell in Osteuropa, aber vielleicht auch in Österreich, dass man einfach hier ein globales Flüchtlingsproblem hat, woher auch immer, das ist jetzt mal egal, dass man dieses Problem eben hat und dass man diese Migranten und Flüchtlinge einfach aufnehmen muss. Und ich setze mich deshalb unvermindert mit ganzer Kraft dafür ein, dass wir hier wieder das wecken können, wofür die europäische Gemeinschaft einst stand. Solidarität und Wertezusammenhalt. Bratislava war dafür allenfalls ein Anfang. Tja, was soll man da noch sagen? Also sie setzt sich dafür ein, dass Europa auf ihre Linie einschwenkt. Darum geht es. All das, was ich Ihnen hier sage, wird niemanden überzeugen. Donnerwetter, wie hat sie das nur erraten? Der immer, nur und das auch noch ausdauernd Merkel wegschreit. Das ist mir klar. Tja, natürlich muss man da ausdauernd sein, weil sie findet ja einfach die Tür nicht im Kanzleramt, durch die es nach draußen geht. Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Das soll wohl heißen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten. Sie folgen allein den Gefühlen. Moment, war sie das nicht, die gesagt hat, also sie, das war praktisch eine menschliche Reaktion am 4. September 2015, als sie diese Hunderttausenden von Migranten reingelassen hat. Anfangs waren es wohl 10.000, aber die hatten ja eine riesen Sogwirkung. Und jetzt sind solche emotionalen Betrachtungen plötzlich wieder falsch. Also ich weiß nicht, was mit dieser Frau los ist. Ist das ein psychologisches Chamäleon oder ein psychologischer Zufallsgenerator oder ein politischer Zufallsgenerator? Aber ich sage Ihnen gleich, selbst ein Zufallsgenerator würde hin und wieder mal was richtig machen. Und das Gefühl einiger geht so: Ich triebe unser Land in die Überfremdung, Deutschland sei bald nicht mehr wiederzuerkennen. Also das ist natürlich ein blödes Gefühl und keine Logik und keine Tatsachenfeststellung, dass Deutschland überfremdet werden könnte. Drum hat sie jetzt diesen Schlenker zur Gefühlswelt hingelegt. Und nun wäre es unlogisch, dies mit Fakten zu kontern, auch wenn ich, dafür kennen Sie mich ausreichend, sofort in der Lage wäre, das herunterbeten zu können. Selbstverständlich, also das ist uns doch ganz klar, dass sie natürlich
jede Menge Fakten haben, aber weil es hier eben nur um Gefühle geht, können Sie diese massenhaften Fakten natürlich hier nicht nennen. Das ist doch ganz klar. Ja, so nach dem Motto, also dann hole ich meinen großen Bruder raus und der verhaut dich, nämlich den großen Faktenbruder. Ja, aber natürlich will ich das jetzt gar nicht. Ja, das spielt jetzt gar keine Rolle. Ich will dem also meinerseits mit einem Gefühl begegnen. Ich habe das absolut sichere Gefühl, dass wir aus dieser zugegeben komplizierten Phase besser herauskommen werden, als wir in diese Phase hineingegangen sind. Mal eine kurze Frage. Eben gerade noch hat sie doch Gefühle abgelehnt, die postfaktischen Zeiten. Und jetzt hat sie einfach dieses tolle Gefühl, dass wir da besser rauskommen, als wir reingekommen sind oder so ähnlich. Sollte man daraus vielleicht schließen, dass die Bundeskanzlerin ein 82-Millionen-Volk, eine der größten Industrienationen, der leistungsfähigsten Industrienationen auf dem Globus, selbst mit Gefühlen lenkt? Deutschland wird sich verändern, so wie wir uns alle verändern, wenn wir nicht gerade aus Stein sind. Also das ist ja ganz natürlich, Leute. Deutschland wird sich verändern, sprich es wird irgendwann extrem alt aussehen, wie wir alle, und das ist ganz normal. Das ist selbst in dem so einschneidenden, ja durchaus auch verunsichernden vergangenen Jahr nicht passiert. Wer also, wenn nicht wir, sollte fähig sein, etwas Gutes aus dieser Zeit zu machen? So nach dem Motto, keine Sorge, Kleiner. Also jede Katastrophe ist auch zu irgendwas gut, ja? Und man kann das Beste draus machen. Also was wollt ihr eigentlich? Ich habe zwar eine Katastrophe, ein Desaster angerichtet, aber lasst uns doch das Beste draus machen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und das... Ich glaube, das Wort zutiefst überzeugt ist in Ihrem Fall also eine schlanke Übertreibung. Denn ich weiß gar nicht, wovon die Frau eigentlich überzeugt ist, außer von dem, was aus Washington, London und einigen anderen alliierten Hauptstädten zu ihr dringt. Das leitet mich als Bundeskanzlerin und als CDU-Vorsitzende. Schreckliche Drohung, nicht? Für das Land und für die CDU. Das sind meine Gedanken nach den Landtagswahlen und in diesem Sommer. Auch um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, die wir jetzt nicht überzeugen konnten, zurückzugewinnen. Was heißt hier nicht überzeugen konnten? Waren das etwa Argumente? Hatte eigentlich der CDU-Spitzenkandidat in Berlin irgendwelche Argumente? Hat sie irgendwelche Argumente? Nein. Sie schlängelt sich wie eine Schlange durch die Logik, durch die Semantik und sie weicht eigentlich jeglichen Fakten und wirklichen Analysen zielsicher aus. Mit tatsächlich tragfähigen Lösungen Schritt für Schritt. Lösungen brauchen wir doch nur, weil es ein Problem gibt, Frau Merkel. Ja? Lösungen brauchen wir doch nur, weil es ein Riesenproblem gibt, dessen Teil sie sind. Nein, das ist untertrieben, dessen Ursache sie eigentlich sind. Ja? Jedenfalls, was hier die Region Deutschland und Mitteleuropa betrifft. Über die anderen Ursachen haben wir schon geredet, die ihnen einfach nicht über die Lippen kommen. Die sind einfach geheim, obwohl sie völlig auf der Hand liegen, dass ihre lieben Freunde aus Washington, Paris und London Nordafrika derartig in einen Failed State verwandelt haben, dass dort Millionen Migranten freigesetzt wurden. Das sind die Ursachen. Ich entschuldige mich oder bitte um Nachsicht, dass ich Sie so lange jetzt mit den Ausführungen unterhalten habe, hoffentlich. Und möchte jetzt das Wort an Frank Henkel geben. Ja. Nicht zu fassen. Also, wenn man das nicht jetzt gerade in diesem Video gehört hätte, würde man es ja nicht glauben, mit welchen Taschenspielertricks sich eine Bundeskanzlerin versucht, aus der Verantwortung zu stehlen für eine nationale Katastrophe, die sie angerichtet hat. Ja? Sie hat aber nicht nur für die Deutschen eine Katastrophe angerichtet, sondern auch für die sogenannten Flüchtlinge oder Migranten, die sie durch ihre Willkommenskultur ja erst zu Hunderttausenden quasi angesaugt hat, global, die sie in Gefahr begeben haben, die im Mittelmeer ertrunken sind, die ihre Heimat oder wenigstens ihre Heimatregion, in deren Nähe sie sich aufgehalten haben, verlassen haben. Ja? Es ist wirklich nicht zu glauben.
Sie entschuldigt sich, weil sie ein paar Mainstream-Schreiberlinge 5 Minuten oder 10 Minuten zu lange aufgehalten hat mit ihrer Rede. Aber sie entschuldigt sich nicht für die Ausgabe von Abermillionen von Steuergeldern, für die Überfälle von Migranten. Sie entschuldigt sich auch nicht für die Terroranschläge. Sie entschuldigt sich für rein gar nichts bei den Deutschen. Sie entschuldigt sich bei den Mainstream-Journalisten, die da sitzen, weil sie sich 10 Minuten zu lange den Allerwertesten platt gesessen haben. Also schlimmer wurde, glaube ich, noch nie ein Volk von seinem Regierungschef verhöhnt. Das war's von der Heimatfront. Ach ja, eins noch, bitte unterstützen Sie mich hier auf meiner Website wisniewski.de. Wenn Ihnen meine Arbeit gefällt, hier ist ein Link, da finden Sie alle Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Manche davon kosten Sie keinen Cent extra. Zum Beispiel, wenn Sie Bücher über meine Website kaufen. Hier finden Sie auch meine neuesten Bücher, wie zum Beispiel Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2016 und Ungeklärt, Unheimlich, Unfassbar 2016 nicht zu vergessen. Das Buch mit den spektakulärsten Kriminalfällen des letzten Jahres. Gut, dann sage ich vielen Dank erstmal von der Heimatfront und bis zum nächsten Mal.